Ja. Willkommen bei Dynamo Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Video. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Servus. Servus. Hallo. Wir haben heute ein kleines Projekt am Start. Wir haben uns was überlegt, und zwar wollen wir diese Stange hier, die wir extra mitgenommen haben, zwischen diesen zwei Bäumen hier befestigen und eine kleine Klimmzugstange einbauen an dem Spot, den wir hier gefunden haben. Das eignet sich ganz gut dafür und ich habe die beiden Jungs mit mir. Wollt ihr euch kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich heiße Adam und wir kennen uns aus dem Park. Fix. Ich bin der Maximus. Sind zusammen, Adam hat es gerade gesagt, sind zusammen aus dem Park, Calisthenics seit 4,5 Jahren, ziemlich intensiv und ja, ich freue mich auf das Projekt jetzt da draußen. Ich bin echt gespannt, wie es wird. Fix, wird sicher leibend. Also wir kennen uns vom Training, schon seit, ich glaube, 2 Jahren oder so kennen wir uns, gell? Ja. Ist immer lustig mit den Jungs zu trainieren. Und ja, wir trainieren auch öfter so und heute haben wir uns gedacht, wir machen das mal. Ja, es ist immer noch Corona-Maßnahmen, aber wir wollen euch auch motivieren, rauszugehen, einfach im echten Leben was zu machen. Und wir haben gedacht, das ist heute wirklich mal an der Zeit. Das Wetter ist auch gut. Auf jeden Fall. Einfach was zu machen, nicht nur drin zu sitzen, was zu erleben in der echten Welt. Und ja, wir werden das Ganze vielleicht dokumentieren, wie wir das Ganze bauen, so dass ihr es auch theoretisch nachmachen könnt. Und ja, wir gehen gleich mal an die Arbeit. Los geht's. So, die Jungs sind dabei schon mal Holz suchen. Ich werde euch dabei erklären, wie wir das Ganze aufbauen wollen. Wir haben hier eine 2 Meter lange Stange, die ist 1 Zoll Innendurchmesser, wenn ich richtig informiert bin, und nennt sich im österreichischen Baumarkt einfach Rohrnippel. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Und die ist eben 2 Meter lang und haben dann noch dazu 2 Endstücke zu jeweils 40 cm. Hier habe ich einmal ganz durchgebohrt, schon zu Hause. Da kommen dann Schrauben durch, damit das Ganze nicht durchdreht, werdet ihr dann sehen. Und das Ganze verbinden wir mit diesen Verbindungsstücken zu einer Stange, die dann quasi 2,80 Meter in Summe lang sein wird. Und das Ganze wollen wir dann an den Baum stützen. Wir suchen jetzt eben, die Jungs suchen Holz, das quasi dann selbst am Baum lehnen wird. Wir wollen den Baum nicht verletzen. Wir wollen auch keine Bäume fällen oder irgendwas. Deswegen suchen wir möglichst stabiles Holz, was aber schon rumliegt. Und werden das Ganze dann eigentlich mit Schnüren verbinden. Und eigentlich gibt es nur 2 Schrauben. Wir hoffen, dass das stabil wird. Und ihr werdet es dann eh gleich sehen, wie es weiterläuft. Das muss nur fest genug sein, dass sich das nachher nicht durchdreht, und die Löcher müssen natürlich auf die richtige Seite dann zeigen, das ist auch wichtig. So, die Jungs haben hier schon was gefunden, wir werden das jetzt mal testen, ob das gut dazu passt. Jetzt haben wir mal den zweiten dazu, damit wir das einmal abmessen können. Alles. Okay. Sollte passen. Weil es ziemlich schwer ist, müssen wir das halten. Fix. Also zu dritt geht's gerade. Ansonsten ist empfehlenswert, eine zweite Zange mitzunehmen. Oder auf sich auf die Griffkraft zu verlassen. Schauen wir mal. Okay. Ah, falsche Richtung. Jawohl. Boah. Geht's? Ja. Mhm. Das funktioniert das. Noch ein bisschen. Ja. Geht's? Okay. Jawohl, ich glaube, es passt. Sehr gut. Okay, wir haben jetzt schon mal die Stange zusammengeschraubt und diese zwei Teile hier mal hergestellt. Die sind noch nicht fixiert, wir werden vielleicht ein wenig reingraben müssen, damit es stabiler wird. Und dann wird die Challenge, die gleich hoch abzuschneiden, so dass wir dann quasi oben drüber die Stange draufgeben können, die wir dann fixieren und das dann wieder festbinden. Und ja, dann sind wir fertig. Ja, machen wir da. Perfekt. Brav, Stella. So, da ist unser Loch, da ist eine Wurzel, die stabilisiert das gleich ganz gut, aber wir werden das Ende noch absägen, so dass es ein bisschen stabiler im Boden hält und auch nicht morsch wird. Ja, nice. Cool, mhm. Perfekt, urschön. Ah, ist schon fertig. Gut, also wir haben das Ganze jetzt mal im Boden verankert. Ziel ist jetzt, dass wir genau mit dem Abstand von den zwei Löchern hier zuerst mal den ersten Teil auf der richtigen Höhe absägen, das mal fixieren und dann justieren wir, dass der zweite Teil auf der richtigen Höhe ist. Also das Ganze soll dann natürlich auch gerade sein, das wird eh die größte Challenge. Und ja, zuerst werden wir jetzt diese Seite machen, dann kommt die zweite. Ja, ja, ja. Jetzt kommt hier mal eine Kerbe rein, damit wir dann die Stange da ein bisschen fester drin fixieren können.
So, man sieht jetzt hier die Kerbe und jetzt müssen wir das Ganze fixieren mit dem Band und das werden wir einfach experimentieren, was da sinnvoll ist, um das Ganze mal stabil am Baum zu halten und zum Schluss kommt dann die Stange rein. So, Nummer 1 ist fixiert und jetzt kommt der zweite Stabilitätspfosten. Super. Jawohl. Oh. Sehr schön. So, Adam macht noch ein paar Maßanfertigungen, damit das schön am Baum anliegt. Wie geht's, Adam? Unterarm Pump? Ist gut? Ja, ja. Geht gut. Sehr gut. Der letzte Pfosten wird jetzt noch hier unten fixiert mit dem Seil. Maximus hilft mir. Okay. Also, gleich sind wir fertig mit dem Fixieren von dem letzten Pfosten. Okay, der letzte Stelle ist fixiert, die Stange kommt jetzt rein. Warte. Jawohl. Drinnen? Okay. Löcher passen? Warte mal. Nein, noch nicht ganz, ein bisschen so zu mir. Rein. Okay. Ja? Ja, ein bisschen vielleicht doch geht. Ja, stopp. Okay. Ja. Passt. Löcher passen? Sehr gut. Passt. Gut. Also, Stange ist drinnen und die Schrauben kommen jetzt hier von oben rein, damit die Stange sich da nicht durchdreht. Und dann sind wir eigentlich fertig. Vielleicht fixieren wir die Stange dann auch mit dem Seil nochmal extra. Und ansonsten können wir eigentlich ans Training gehen. So, der Max haut uns noch die Schraube von oben rein, die erste. Damit das Ganze dann nicht durchdreht. Sollte passen. So, Schraube Nummer 2 wird fixiert. Wir haben jetzt noch die Stange, damit sie sich nicht mehr durchdreht und noch fester ist, auch nochmal zusätzlich hier am Baum fixiert. Und jetzt geht gleich der Spaß los. Okay, also hier jetzt im Close-Up sieht man, die Stange ist nochmal hier rundherum fixiert, ist in der Kerbe drinnen, ist von oben eben mit der Schraube fixiert. Und so ist das Ganze jetzt hier rundherum gewickelt. Wir hoffen, dass das Ganze auch jetzt einfach stabil genug sein wird. So, unser Konstrukt ist fertig. Ja, ich hoffe, es dreht nicht allzu sehr durch und so. Und ich würde sagen, let's go. Testen wir mal, ob sie das Gewicht aushält, oder? Schau mal. Geht's? Ja. Jawohl. Sie hält. Jawohl. Sehr geil. Lernt. Nice, Mann. Geil gemacht. Sehr gut. Trainieren wir, oder? Ja, sehr gut, Stella. Ja. Super. Trainieren wir. Ja, let's go. Galaxy,
Alles genau. Komm, 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 schieß, 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 schieß. Okay, Leute, wir sind fertig. Es ist dann schon relativ bald dunkel geworden, weil wir einfach zum Bauen länger gebraucht haben, als wir dachten. Aber war auf jeden Fall geil. Mal wieder Oldschool Workout. Was denkt ihr? Ja, war wirklich gut. Und ja, ich bin halt sehr froh, dass wir das geschafft haben. Und ja, bin stolz auf uns. Richtig geil, was soll ich sagen? Richtig geile Session einfach. Im Wald, in der Natur. Was gibt's Besseres? Fix. In so Zeiten wie diesen. Stange hält auch sollte immer man eh viel mehr raus. Baut sich raus, baut sich Indoor, Freedoor, Gyms. Fix. Einfach was machen. Und ja, wir haben dann ein bisschen Weiter noch gemacht. Einfach mal richtig, ja, eigentlich wie früher. So einfach nur Zerstörung ohne Plan. Mhm. Tut nochmal ganz gut. Und ja, wir werden uns jetzt auf den Heimweg machen. Ja, wie der Maximus auch schon kurz gesagt hat, will ich wirklich motivieren. Es ist zwar natürlich teilweise mit den Maßnahmen schwieriger als normal, aber draußen ist die Ansteckungsgefahr doch sehr, sehr gering. Vor allem, wenn man sich auch frisch testen lassen kann. Und die Corona-freundlichste Verabschiedung, die Umarmung, weil kein Atemwegsaustausch stattfindet. Also, danke Jungs. Danke auch. Ich sag danke. Hey. Kommt. Okay. Wir werden uns am Heimweg machen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Super. Steli, super. So eine Brave, super, wir gehen schon. Du bist so toll.